meine Lieben, und willkommen zu Corona-Ausgangsbeschränkung Tag 1 in Bayern. Es ist jetzt 20 nach 6. Ich bin jetzt bei meiner Rasselbande angekommen. Die bekommen jetzt schnell ihr Frühstück und dann dürfen die gleich mal rausgehen. Der Yuki und die Kiwi müssen dann heute gleich arbeiten in der Früh. Ja, weil nämlich die Halle bis Mittag belegt ist. Gell, Pipi, du darfst dann auch raus. Dann mache ich den Stall. Danke. Dann mache ich den Stall. Hi, Bibi-Bär. Und genau. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Die Ponys fressen jetzt alle. Hier der Blacky. Machen jetzt mal schnell bei der Pipi Licht an. Und die Türe auf, weil die bei uns immer alle zusammen herauslaufen dürfen. So. War wieder ein bisschen zu viel Heu, aber lieber besser ein bisschen zu viel, also ein bisschen zu wenig. Wie man unschwer erkennen kann, ist der nächste Part für mich. Ausmisten. Im Moment sind die Ponys noch da. Ich fange jetzt schon mal an. Mein Onkel kommt dann so bis in 5 bis 10 Minuten, lässt alle raus. Das zeige ich euch natürlich auch. Dann werde ich schon mal dort ausmisten, wie es geht. Wir wollen um 7 Uhr reiten. Mal gucken, wie schnell. Und währenddessen mümmeln der Yuki und der Hase hier drin noch die Heu. Ihr Müsli. Ihr Frühstück. Der Yuki macht den Anfang beim Rausgehen. Der ist auch schon mit dem Hasen im Stall verschwunden. Hier folgt dann noch der Blacky, die Kiwi und die Pippi. Das ist quasi ein Ritual, in welcher Reihenfolge die Ponys in der Früh rausgehen. So, jetzt geht es hier einmal links um die Ecke und dann vorne durchs große Tor durch. In der Regel ist in der Früh immer ein bisschen Pferdestau, bis die alle mal sich langsam hinaussortieren. Hier jetzt seht ihr den Yuki und den Hasen vorne und die anderen drei hinterher. Jetzt muss ich mal ein bisschen schieben. Hier gehen sie jetzt zusammen mit allen anderen auf unser großes Paddock. Das mache ich später noch sauber mit unserem Traktor. Das seht ihr später auch noch. Hier kommt noch die Leni. Und damit sind die Ponys jetzt erstmal draußen. Verteilen sich jetzt in die entsprechenden, in die ganzen Fressstände mit Heu. Wir sind jetzt fertig mit Putzen und Satteln. Wir gehen jetzt auf den Platz, weil im Moment nur auf dem Platz noch reiten kann und die Halle noch gefahren wird in ein paar Minuten. Dann hoffen wir mal, dass das Wetter bis dahin aushält. Ja, hier, ich habe Scooty in der Hand. Bitte schön, ein Goodie für den Yuki. Und auch ein Goodie für die Kiwi. Kiwi! Kiwi! Goodie. Wir gehen jetzt ein bisschen arbeiten, Yuki. Und wir sehen uns gleich drüben. Und da sind wir dann auch schon auf dem Reitplatz angekommen. Wie ihr seht, fange ich in der Regel, und wenn ich die nötige Zeit und Ruhe habe, erstmal vom Boden aus mit dem Arbeiten an. Seitengänge, so wie jetzt Travers, Schulter herein, Kruppe herein. Wir üben auch schon in die Richtung Vorhand- und Hinterhandwendung, kurz kehrt. Hier soll jetzt einfach nur mal der Gerte folgen. Was auch schon sehr schwierig ist im Grunde, weil ich ja quasi über ihn drüber deute. Und ihr mir dann quasi mit der anderen Seite, also quasi mit dem anderen Auge, mir folgen soll. Das klappt im Moment schon ganz gut, wenn die Schulter führt. Wenn er in meine Bewegungsrichtung gebogen ist, so in Richtung Traversale, das klappt allerdings noch nicht. Es macht aber auch noch nichts. Die Übung brauchen wir im Moment auch noch nicht ganz so schnell. Als nächstes ist es immer gern eine Übung für mich, dass er die Hinterhand benutzt. Das gab es unter anderem bei der Kenzie im Online-Intensivseminar, dieses nach rechts und links springen. Nach rechts kann das schon ganz gut. Auch wenn ich mich immer ein bisschen zum Clown mache.
Nach links werdet ihr im Anschluss gleich sehen, ist es noch ein bisschen schwierig. Aber alle Übungen, die nach vorne, nach oben gehen in die Luft, wo er sich selbst ausdrücken kann, findet der Yuki absolut geil. So, jetzt versuche ich es hier nach links. Ja, da bin ich immer froh, wenn er auf der Stelle hüpft, weil das klappt irgendwie noch nicht. Da ist die Koordination noch nicht so weit, dass das funktioniert. Hier regt er sich jetzt dann auch gleich ein bisschen auf, weil er es noch nicht packt. Aber wie gesagt, gerade nach oben ist im Moment noch vollkommen ausreichend. Wir üben dran, aber das üben wir dann immer exzessiver in eben Stunden, wo ich nur vom Boden aus arbeite und nicht wie hier hinterher reiten will. Es kam hier nochmal eine Vorübung zur Capriole. Die Übung hat er mittlerweile verstanden. Ein bisschen an der Ausführung hapert es noch. Er soll ja im Grunde erst vorne in die Luft und dann, wenn er vorne in der Luft ist, hinten nachtreten. Ja, so ein bisschen wie hier jetzt. Ich fange mit der Übung immer aus dem Rückwärts an. Grundsätzlich alle Übungen, die irgendwie hinten was mit Ausschlagen zu tun haben, gehen immer erstmal nach oben. So, und jetzt kommt, hier hat er es richtig gut gemacht. Das blende ich euch auch ganz am Ende nochmal ein. Und ihr habt es am Anfang von dem Video eh schon gesehen. Jetzt haben wir dann auch schon mit dem Reiten angefangen. Ich mache jetzt im Schritt quasi genau das gleiche nochmal, was ich vom Boden aus schon gemacht habe. Auch wenn uns hier jetzt der Traktor erschreckt hat, weil mein Onkel quasi mit dem Traktor gerade aus der Halle gekommen ist, die er gefahren hat. Jetzt einmal noch Travers. Oder eigentlich ist es ja Viereck verkleinern. Nach innen und nochmal den armen Traktor anschauen. Und dann habe ich auch mit der Trabarbeit angefangen. Was im Schritt geht, geht natürlich auch im Trab. Im Galopp geht es noch nicht. Im Trab, ja. Wir sind hier immer noch beim Warmreiten. Das dauert immer noch so ein bisschen, bis er sich dann auskoordiniert hat und aufpasst. Jetzt gehen wir wieder in Richtung Kurzkehrt. Die habe ich nur irgendwie ein bisschen zu groß angesetzt. Ich wollte eigentlich viel enger um den Pfosten rum. Aber wenn man zu doof ist und zu weit wegreitet, ist man selber schuld. Hier jetzt einmal nach links. Die linke linksrum ist irgendwie immer die deutlich bessere Seite vom Yuki. Das heißt, ich muss die nach rechts selber noch ein bisschen mehr üben. Und was wir auch unbedingt noch üben müssen, sind Volten. Die hier war zu klein. Die Kamera steht nämlich genau auf der Mittellinie. Jetzt kommt hier eine, die ist deutlich besser geraten. Auch wenn ich jetzt einmal um den Pfosten mit rumgeritten bin. Einmal Handwechseln. Ich versuche immer möglichst viele Handwechsel, Tempiwechsel in den verschiedenen Gangarten und auch Gangarten übergreifend einzubauen. Hier habt ihr jetzt gesehen, hat sich kurz bevor wir die Volte an der Mittellinie beendet haben, rausgehoben. Aber wie gesagt, wir sind immer noch im Training und es wird schon noch besser werden. Bevor es jetzt dann gleich zum Galopp geht, überprüfe ich noch einmal den Gehorsam oder seine Konzentration. Ich hätte immer gern, dass er geschlossen auf vier Beinen steht. Und zwar von vornherein, weil wenn wir später Working reiten, ich da nicht unbedingt noch so viel Augenmerk drauflegen will. Der soll sich quasi automatisch immer auf vier Beine geschlossen hinstellen. Die Kiwi macht das schon. Hier ist noch einmal rückwärts recht, ein bisschen energischer. Bitte immer, als das Pony anbietet. Dann tut man sich hinterher einfach leichter. Jetzt erhöhen wir die Gangart zu Hoppi-Galoppi. Linksrum. Da üben wir im Moment dran, dass ich ihn immer im Sitz habe. Eben unten die Beine und die Gräten zumachen kann. Sitzen bleiben kann, entspannt ein bisschen minimalen Zug auf der Hand habe. Also ich spreche da eigentlich immer mehr von Kontakt. Und damit ist unsere Reitsession dann eigentlich auch schon beendet. Wir sind jetzt fertig mit Reiten. Die Ponys sind wieder draußen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Paddock fahren. Mit meinem Schneeschieber, / Mistschieber. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie wir das hier so machen.
das Paddock ist jetzt sauber. Hallo Pippi. Die Pippi, der Hase, nicht der Hase. Der Yuki und die Kiwi haben jetzt alle eine Decke an. Wir gucken jetzt nochmal schnell nach. Kommt auch schon der Blacky. Na Bärchen, alles gut? Der kriegt immer keine Decke, weil er hat noch so viel Pelz. Ja. Gell? Bis später dran. Ach. So, wie gesagt, es ist sauber. Unsere Pferde sind da absolut schmerzfrei, was das anbelangt. Es gibt auch welche, da kann man mit dem Traktor ganz nah hinten hinfahren, ohne dass die das stört. Und andere gehen einfach. So, Kiwi hat sich unter das Dach gepackt. Yuki mümmelt daneben Heu, weil der Hase gerade von der Reitbeteiligung geritten wird. Die aber muss auch bewegt werden. Gell, du hattest heute schon Bewegung. Ja. Böses Pony. Weil hier der Kleine schon wieder steht. Gell, ihr? Und damit fahre ich jetzt nach Hause. Und wir sehen uns dann heute Nachmittag. Wir haben schon zum Stangenstreichen hergerichtet. Die ersten, ich glaube 16, sind auch schon abgeklebt. Und dann sehen wir uns später wieder. Gell? Willkommen zurück. Wir sind jetzt ausreiten. Ich sitze auf dem Yuki und habe den Blacky hier als Handpferd. Die Mama hat ihn auf der anderen Seite. Und hinter uns sitzen noch meine Cousine und meine Tante auf dem Hasen und der Pippi. Und wir gehen jetzt ans Wasser. Wir sind jetzt am Wasser angekommen. Yuki, bleib mal stehen. Da. Ihr sollt nicht schon wieder streiten, ihr zwei. Ja, nicht streiten. Und dann gehen wir auch wieder heim. Dann Yuki. Wieder zu Hause angelangt bin ich jetzt gerade am Mesh machen. Und zwar einmal für die vier Ponys, die Getreide fressen können. Also sprich der Hase, der Blacky, die Kiwi und die Pippi. Das ist quasi ein Mix aus Heukorps, Wiesenmesh, sorry, Rehmesh, Irishmesh, Apfelmesh. Und der Yuki bekommt den Purmesh von Hümmela. Das ist quasi absolut getreidefrei, den liebt er. Dazu gibt es von Josera noch das Kraut und Rüben, und zwar Mineralfutter und normales Müsli. Kleine Info am Rande. Von Josera, das Kraut und Rüben ist das beste getreidefreie Müsli oder das leckerste, was ich bis jetzt ausprobiert habe. Und ich habe schon eigentlich alle Pferdefuttersorten durch, die es gibt. Weil es mit der getreidefreien Auswahl pro Anbieter sehr, sehr beschränkt ist. Also im Grunde immer nur eine Auswahl pro Anbieter. Wir sind bei Josera hängen geblieben. Müsli tipptopp. Und im Moment ist der Höbeler Purmesh auch der beste getreidefreie. Ihr hört jetzt hier schon im Hintergrund meinen Wasserkocher kochen. Den muss ich jetzt einmal kurz runternehmen und einmal neu aufsetzen. Einen Moment. Weil ich quasi das Wasser immer nicht kochen lasse, sondern ich nehme es bei irgendwo zwischen um die 50, 55 Grad runter, mache den Mesh an. Und damit ich den eben hinterher mit kaltem Wasser nicht nachgeben muss. Es muss quasi hier noch ein bisschen Wasser rein, weil ich es relativ flüssig mache. Die Heukorps saugen extrem. Hier beim Yuki muss auch noch mal was rein. Da sind jetzt nur schon die Karotten drin, weil die schon in der Schüssel waren. Dann, genau, das war's für jetzt. Das Müsli an sich habe ich schon hergerichtet mit den Tabletten für den Yuki gegen das ein Schnackelknie. Genau. Und dann sehen wir uns später wieder, wenn die Ponys fressen. Die Ponys gehen jetzt gerade ins Bett. Geht so? So, Hoppi Hoppi, jetzt zum Abendessen fassen. Alle bitte richtig einpacken. Kiwi! 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 Unser kleines Falschparkproblem wieder gelöst. Kiwi ist jetzt bei sich. Die Kiwi hatte davor die Box da drüben bewohnt, wo es Pippi jetzt wohnt. Darum ist es ab und zu noch ein bisschen schwierig, wenn es Kiwi vor der Pippi reinläuft. Da ist ja noch die anderen.
Und damit sind wir fertig für heute. Also dann, danke fürs Zuschauen vom heutigen Tag, erster Tag mit der Ausgangssperre in Bayern. Und wir sehen uns.